Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmeinkaufsfolge. Was? Ja, ihr seht richtig. Der Filmeinkaufsdemon ist zurück mit Marionetten, die diesen inkompetenten Bullader dieser Filmeinkaufssendung endlich zerstören werden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmeinkaufsfolge. Ich weiß, ihr wart schockiert, weil letzte Woche keine Folge kam. Mir geht's gut. Ich habe wieder neue Filme gekauft und ja, die möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Wir fangen an mit einem Mediabook, das ich seit Ewigkeiten haben wollte und jetzt habe ich es endlich. Nämlich zu Crazies von George A. Romero. Es lässt sich echt wundervoll anfassen. Es sieht auch insgesamt sehr, sehr cool aus. Und das Besondere an diesem Mediabook ist, insgesamt sind drei Filme enthalten von Romero. Zum einen halt Crazies, ich glaube, darauf seid ihr schon gekommen. Und was auch dabei ist, ist Season of the Witch und There's Always Vanilla. Und das sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Natürlich auch Mediabook, das heißt, hier ist so ein kleines Büchlein in der Mitte. Werde ich mir bestimmt irgendwann mal durchlesen. Aber so an sich echt eine sehr, sehr coole Sache, halt auch weil drei Filme von Romero drin sind. Und ja, ich möchte immer ein bisschen mehr von Romero gucken. Ich habe bisher nur Night of the Living Dead gesehen, das heißt, mir fehlt auch noch Dawn of the Dead, den ich auch noch unbedingt sehen möchte. Vielleicht wird sich also so eine Romero Week irgendwie anbieten und deswegen, habe ich mir auch Crazies gekauft. Es sieht halt auch einfach schön aus. Es ist einfach schön. Ich habe ja vor ein paar Wochen, vor zwei oder drei Wochen, habe ich darüber berichtet, dass meine Arrow-Bestellung in den USA ist. Und ich habe jetzt eine Ersatzbestellung bekommen, weil die nicht mehr aufgetaucht ist. Beziehungsweise, ich glaube, dann wieder zurück nach England gesendet wurde. Das heißt, ich habe jetzt meine Arrow-Filme endlich zu Hause. Und das heißt, die könnte ich euch richtig schön präsentieren. Und wir machen mit, es sind vor allem viele italienische Horrorfilme. Zum einen nämlich Zombie Flesh Eaters von Lucio Fulci, meine ich. Und von ihm habe ich bisher nur die Beyond gesehen, meine ich. Das war relativ interessant, aber nicht komplett meins. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, so wie, ich meine, Zombie heißt der im Deutschen. Ich war immer so verwirrt, weil, ich glaube, er heißt offiziell Zombie 2, weil er als, also er wurde als Prequel zu Night of the Living Dead vermarktet. Und das hat mich immer sehr verwirrt, weil die beiden Filme doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ich meine, so wurde er vermarktet und das hat mich sehr verwirrt. Und ja, es ist trotzdem schön, ihn jetzt endlich hier zu haben. Sieht sehr cool aus. Vor allem schon hier so ein bisschen die Masken. Es sieht einfach sehr, sehr cool aus und ich freue mich darauf. Hat auch ein cooles Wendecover. Das würde ich euch jetzt hier gerne so zeigen. Nämlich hier, sie könnt ihr so ein bisschen erahnen. Und ich weiß gar nicht, welches Cover cooler aussieht. Also das, was ihr gerade so erahnen konntet. Oder halt das Originale, wenn ich das wieder richtig drin habe. Nämlich das hier. Es sehen beide ziemlich cool aus. Ich glaube, ich entscheide mich aber erstmal wieder für das. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich mir von Dario Argento gekauft. Und sieht auch sehr cool aus. Italienisch natürlich, ein Giallo. Und insgesamt Dario Argento, ich war so ein bisschen, Kriegsfuß ist zu negativ. Aber ich bin nicht der größte Fan von Suspiria. Und auch Opera habe ich, meine ich, noch von ihm gesehen. Hat mich jetzt auch nicht komplett umgehauen. Ich möchte die beiden aber, zumindest Suspiria, möchte ich auf jeden Fall rewatchen in meiner kleinen Argento Week. Irgendwann. Ich habe mir auch The Bird in the Crystal Plumage, heißt der so? Ich meine, irgendwie so heißt der, habe ich mir auch als Arrow gekauft. Und deswegen möchte ich mir dort mal so ein bisschen ein paar weitere Werke von Dario Argento ansehen. Und das klingt eigentlich ganz cool, weil ich meine, eigentlich müsste ich Giallos lieben, oder? Brutalität, Morde, spannend. Es klingt eigentlich nach einem genauen, eigentlich nach einem Genre, was genau für mich gemacht ist. Aber irgendwie hat es bisher nicht so funktioniert. Aber ich gebe nicht auf, ich werde weitermachen. Ich werde weitergucken und sehen, ob mir nicht dann doch das ein oder andere Werk gefällt. Ich werde berichten, wie es ausgegangen ist. Und zum Schluss noch ein weiterer Film von Dario Argento, Deep Red, zu dem ich eigentlich genau das gleiche sagen kann wie zu Tenebrae. Ist eigentlich auch ein Dario Argento-Film. Und ja, das ist, glaube ich, der längste von den Filmen bisher. Der dauert nämlich ein bisschen länger als 2 Stunden. Ich meine, die anderen dauern eher so um die 100 Minuten. Das heißt, bin ich mal gespannt, was er, der gute Argento, so über 2 Stunden uns abliefert. Ist auf jeden Fall sehr schön, halt diese Filme in der Arrow-Variante hier zu haben. Vor allem die Brad sieht echt sehr, 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 sehr schön aus. Auch hier, also doch, das lohnt sich schon auf jeden Fall, sich die immer importieren zu lassen.
Ist einfach immer eine sehr, sehr gute Sache. Und der letzte Film von Arrow hier in dieser Episode, The Serpent's Egg, ist ein Film von Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, einer der beeindruckendsten Regisseure aller Zeiten. Und unter anderem auch mit Liv Ullmann, die ich auch extrem toll finde, vor allem halt auch in Persona. Und es ist einer der eher unbekannteren Bergman-Filme. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich den haben wollte, weil es klingt so untypisch irgendwie. Auch schon das Cover, ich weiß nicht, da denke ich nicht direkt an Ingmar Bergman. Und ich finde genau das eigentlich ziemlich interessant und spannend. Und deswegen habe ich mir den als Arrow gekauft. Sieht interessant aus, bin ich mal gespannt. Falls ihr einen von denen schon gesehen habt, könnt ihr mir auch gerne natürlich eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Machen wir weiter, nämlich mit einer Collection von Rocky. Yeah, ich habe bisher nur Rocky 1 gesehen, den habe ich in so einer wundervollen schwarzen Blu-ray. Und jetzt war die runtergesetzt und ich habe mir gedacht, okay, es ist ein Zeichen, ich muss endlich mal die weiteren Rocky-Filme gucken. Und deswegen habe ich mir jetzt diese wundervolle Collection gekauft mit Rocky, Rocky 2, Rocky 3, das Auge des Tigers, oha, Rocky 4, der Kampf des Jahrhunderts, Rocky 5 und Rocky Balboa. Creed habe ich natürlich auch schon gesehen, aber nur den ersten, das heißt, den zweiten müsste ich dann auch irgendwann mal sehen. Ich mag eigentlich Rocky und Creed echt sehr, sehr gern. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange darauf gewartet habe, diese Filme zu sehen, aber ich mag es eigentlich und deswegen bin ich einfach mal sehr gespannt, wie mir die weiteren Rocky-Teile gefallen. Es werden ja, also der zweite Teil, der wird ja auch extrem gemocht, das finde ich irgendwie jedes Mal sehr überraschend, dass der auch so gut wegkommt. Viele sagen ja, der ist sogar besser als Rocky 1, das heißt, Rocky 2 bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, ich glaube, die anderen sind zumindest sehr unterhaltsam. Ich kenne bei den anderen Rocky-Filmen eigentlich nur den Roboter. Ich weiß gar nicht, in welchem er auftaucht, aber es klingt so trashig, es klingt wundervoll. Ich liebe es. Warum ist da ein Roboter? Ich weiß es nicht, aber ich will es ergründen. Und ja, das heißt, Rocky, ziemlich cool. Auch so an sich hier, diese Collection, sie ist okay. Sie reißt jetzt keine Bäume heraus, aber sie ist schon okay, so für das, was sie ist. Ist auf jeden Fall besser als irgendwie, dass die Filme überlappt sind oder so. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Variante, aber auch nicht die beste. Ich denke, das sollte man dazu sagen. Machen wir weiter mit einem Film in einem Steelbook und das ist Sully. Zu Sully kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich meine, es ist ein Film von Clint Eastwood mit Tom Hanks. Behandelt diese Geschichte, wo der gute Pilot das Schiff auf dem Hudson River gelandet hat, weil das ja irgendwie Fehlkonstruktion hatte oder einen technischen Fehler. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon ein paar Jahre her. Und es klingt nach einer coolen, also ich meine, ich kenne die Geschichte. Ich habe sie live miterlebt. Aber es klingt nach einer sehr interessanten Verfilmung dieser Geschichte. Und die Kritiken waren ganz gut und das Steelbook war eh runtergesetzt. Da habe ich mir gedacht, komm, da kann man sich auch mal dieses wundervolle Steelbook holen. Es sieht wirklich sehr interessant aus. Also das Steelbook. Und das ist ziemlich cool. Was auch ziemlich cool ist, es ist einfach so, ein Blick in eine andere Zeit, diese Ultraviolett-Dinger hier zu sehen, wo man einen Code eingeben konnte. Macht euch keine Mühe, ich glaube, der ist schon im Jahr 2020 abgelaufen, ja genau. Das ist irgendwie echt crazy, weil früher waren die ja in so vielen Blu-Rays mit dabei, aber irgendwie hat man sie nie richtig verwendet, ich weiß nicht. Das war eine verrückte Zeit, wenn ich das mal meinen Kindern irgendwann erzähle. Sully sieht sehr interessant aus und zwei Blu-rays haben wir noch und das sind zwei Rezensionsexemplare, wo ich natürlich gerne euch die Reviews unten in den Infobox in der Beschreibung irgendwie sowas. Also ich werde sie euch irgendwo verlinken. Wo ich euch die Reviews verlinken werde. Zum einen zu Lux Aeterna, der neue Film von Gaspar Noé. Was heißt neu? Ich meine, 2019 erschienen. Also er ist nicht mehr ganz so neu, aber er ist trotzdem der neueste Film von Gaspar Noé. Und der dauert 50 Minuten. Und Epilepsie-Warnung. Die letzten 10 Minuten sind ein sinnlicher Albtraum in Rot, Grün und Blau. Das steht so in meiner Kritik. Und es ist wahnsinnig, was dort Noé in den letzten 10 Minuten abliefert. Es ist visuell... Es ist visuell richtig krass und auch so an sich ein sehr, sehr interessanter Film, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, sehr interessant, ist halt klassisch Noé, beziehungsweise nicht unbedingt klassisch Noé, weil so wie, also Noé arbeitet ich auch sehr gerne mit Sexszenen oder viel Gewalt und das ist eigentlich gar nicht so in Lux Aeterna zu finden und trotzdem ist dieses sehr polarisierende und so gegen den Mainstream-hafte auf jeden Fall in Lux Aeterna zu finden. Ein sehr, sehr interessanter Film, der es durchaus gesehen ist, der es durchaus wert ist, gesehen zu werden. Deswegen behaltet den ruhig gerne im Blick. Und der zweite Film ist A Hard Day, ein südkoreanischer Thriller. Ein sehr, sehr spannender südkoreanischer Thriller, der endlich in Deutschland erscheint. Ich meine, der ist aus dem Jahr 2014. Der
Hauptdarsteller, also einer der Hauptdarsteller aus Parasite spielt mit. Ich meine, der Vater der reichen Familie, ich meine, der ist das, der hier mitspielt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Film mit vielen Twists. Gegen Ende vielleicht leicht over the top, aber so an sich kann ich den auch nur wirklich empfehlen. Der wird auch von wirklich vielen Leuten sehr geliebt, was ich durchaus verstehen kann, weil er doch echt sehr spannend und er arbeitet auch teilweise mit Elementen einer schwarzen Komödie. Es ist wahnsinnig, was in diesem Film passiert. Es ist wirklich, man denkt sich nur, oh shit, was soll in diesem Film noch alles passieren? Es ist einfach so eine Abwärtsspirale, wirklich ein richtig harter Tag. Und ja, er hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn er dann gegen Ende ein bisschen over the top ist, aber ja, das ist eigentlich gar kein großes Gegenargument, weil das ist einfach nur meine persönliche Empfindung. Ich glaube, für manchen kann dieses bisschen over-the-top-hafte sogar richtig gut gefallen. Ein sehr interessanter Film, kann ich wirklich nur jedem dringendst empfehlen. Und dann würde ich sagen, was ist eine ziemlich große Filmeinkauffolge. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Filmeinkauffolge. Nächste Woche wird es vermutlich eine Lodge-Runde geben. Und ja, was kann ich ansonsten noch sagen? Guckt einen guten Film, kauft einen guten Film. Was habt ihr in letzter Zeit gekauft? Unten in die Kommentare solltet ihr schreiben. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, bis hoffentlich bald. Tschüss!